So, einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend, siehst du, dafür wirst du mich schon. Guten Tag natürlich zum heutigen Webinar NFP Live Trading mit dem Stereo Trader und natürlich mit Dirk Hilger. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Bevor ich jetzt an den Dirk übergebe, einmal natürlich den Risikohinweis. Heute insbesondere sehr wichtig, weil der Herr Dirk eventuell auch Live-Tradings macht und auch die Frage in den Chat kam. Deswegen bitte den Risikohinweis lesen und zur Kenntnis nehmen. Diese Veranstaltung dient nur zu Schulungszwecken, auf gar keinen Fall als Handelsempfehlung verstehen. Und wenn Sie gleich die Daten handeln möchten, dann auf eigene Gefahr und natürlich Ihre eigene Entscheidung. Ja? Gut, dann übergebe ich jetzt den Bildschirm, wünsche viel Erfolg und viel Spaß. So, bin mal gespannt, ob das hier funktioniert. Ich bin hier leider so ein bisschen auf den allerletzten Drücker heute an, weil ich irgendwie noch mit tausend anderen Sachen hier aufgehalten war. Sag aber, während ich hier in der Gegend rumklicke, schon mal hallo und herzlich willkommen. Auch von meiner Seite hier heute zu den NFPs, ja mittlerweile eine feste Institution geworden, die wir hier jeden Monat machen. Aber in der Vergangenheit, ich glaube, das habe ich ja auch schon irgendwie oft erwähnt, war es ja tatsächlich so, dass er halt wirklich fast nur so war, dass halt irgendwie morgens halt schon irgendwie Teile von dem, was da passieren sollte, schon erfüllt wurde und eben der Rest dann meistens irgendwie dann auch zum Kassamarkt hin. Und deswegen, auch wenn der Nelson jetzt schon darauf hingewiesen hat, in puncto Live-Trading, ich glaube nicht, dass wir während den NFPs tatsächlich eine Gelegenheit bekommen, da halt wirklich was zu zeigen. Aber nichtsdestotrotz ist ja schon gesagt worden, also auf jeden Fall eigene Entscheidungen treffen und nicht irgendwie da halt nach dem Motto, ja, der geht da long oder short, da gehe ich da auch long. Und da auch short, so sollte es natürlich nicht sein. So, jetzt hoffe ich, habe mich hier zurechtgeklickt. Also wie gesagt, ich bin hier so ein bisschen auf den letzten Drücker, aber nichtsdestotrotz habe ich ja dann doch alles soweit im Auge, beziehungsweise auch in Erinnerung, weil ich auch jeden Tag meinen Blog schreibe. In der Vergangenheit war es ja auch, glaube ich, wirklich so, dass die ganzen NFP-Webinare, die wir gemacht haben, das hat eigentlich alles, ich glaube, ich weiß nicht mal, ob eine Ausnahme dabei war, aber es hat, glaube ich, echt immer gepasst. Also das heißt, auch wenn bei den NFPs selbst dann halt nicht großartig viel passiert, aber sie sind doch immer sehr richtungsweisend von den Ereignissen davor und natürlich auch von dem danach. Ich meine, davor kann man ja immer sagen, ja, das und das war doch klar. Aber halt eben dann, um das davor dann halt irgendwo festzulegen, ist halt ein bisschen schwieriger. Ich fange mal an mit dem DAX. Den finde ich momentan, ehrlich gesagt, am interessantesten. Kommen wir aber gleich auch noch zum DAU. Der DAX ist ja bei den letzten NFPs generell halt so ein bisschen außen vor geblieben, aber das ist halt jetzt anders. Also diejenigen, die meinen Blog ja auch lesen, die können ja auch, glaube ich, ganz gut erkennen, dass das alles sehr, sehr gut gepasst hat, die ganze Woche. Nämlich halt die Reise hier runter bis zu 11.840, wo ich gerne hin möchte. Mal gucken, ob der DAX das auch möchte. Das wäre hier unten die orangene Linie. Und was ich hier jetzt eingezeichnet habe, das sind jetzt nur die wesentlichen Punkte, die wir hier drin haben für heute. Er sollte halt entsprechend heute Morgen auch runter hier auf 902. Das ist exakt hier diese dünne orangene Linie. Das hat er genau gemacht. Und hier oben war die Grenze. Damit habe ich zumindest jetzt nicht unbedingt gerechnet, aber die Linie war auch schon vor ein paar Tagen auch schon drin. Und zwar die 988. Und das heißt, das war die erste Anlaufstation gestern. Hier dazwischen fehlt noch eine. Das ist die, zeichne ich mal eben noch ein. Das ist die 11.955, aber sozusagen nur als Haltestation und alles dazwischen hier sind es ohnehin nur Stationen. Und ich glaube auch, ich habe bei den letzten NFPs auch immer darauf hingewiesen, dass wir im DAX korrektiv sind und zwar korrektiv im Short-Trend und nicht im Long-Trend. Und das Interessante ist aber halt immer,
Man konnte echt überall lesen, so die ganzen letzten Wochen oder beziehungsweise jetzt zumindest seit den letzten NFPs, dass halt viele immer irgendwie auf long, 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 long. Und ich glaube, dass der noch hochgeht und dies und das und jenes. Und es geht hier überhaupt nicht um das Thema. Ich hatte recht gehabt, ja. Das will ich damit gar nicht sagen, auch wenn es jetzt hier so ist, sondern es bin nicht ich, der recht hatte, sondern es ist schlicht und ergreifend die Markttechnik, von der man immer wieder lesen kann, dass sie ja veraltet sei und überhaupt nicht funktioniert. Und ich zeige das mal hier nochmal, warum das so ist und warum wir hier einfach auch die ganze Zeit nicht long waren. Ich bin mal hier im Tagesschart jetzt mal ganz vereinfacht dargestellt. Und ich muss hier mal ein bisschen kleiner machen oder Wochenchart wäre vielleicht noch hilfreicher. So, was wir hier sehen, ist halt jetzt hier, ich habe das auch schon mal eingezeichnet, ich mache es trotzdem nochmal. Es hat hier die Aufwärtsbewegung, ja, jetzt mal, den brauchen wir so nicht. Hier einfach eine Aufwärtsbewegung, die sich dann hier fortsetzt. So, und hier haben wir, und da wurde eigentlich an der Stelle, wo es dann hier runter ging, ja, das war im Frühjahr, beziehungsweise Ende letzten Jahres, Entschuldigung, da sehen wir hier halt eigentlich schon einen Bruch, ja, von der letzten Aufwärtsbewegung hier. Und das läutet eigentlich Short schon ein. Ja? Das heißt, es kann natürlich ein Versehen sein, aber, und das habe ich beim letzten Mal auch gesagt, wenn wir so viele Kurse hier unten haben, wir haben sogar Schlusskurse, die unter diesem Level hier sind. Und das Level ist, kann man hier vielleicht auch mal kurz einzeichnen, hier liegen wir bei 11.864, also ziemlich genau die 11.840, die ich auch im Sinn habe, weil dort halt einfach hier dieser Korrekturpunkt ist. Ja? Ganz simpel. So, und der wurde halt entsprechend hier schon unterboten, auch per Schlusskurs, ja. Und nur weil der dann nochmal hochläuft, heißt es das nicht, dass es halt irgendwie dann da oben weitergeht, sondern es wurden ja hier keine neuen Hochs gemacht und entsprechend also sogar abfallende Hochs, ja. Warum soll der dann halt weiter hochlaufen? Deswegen, das ist eigentlich alles Indiz dafür, dass Short hier schon längst eingeleitet ist und das jetzt einfach nur noch, um das wirklich zu bestätigen, brauchen wir jetzt hier einen Bruch natürlich, ja. Das heißt, ich gehe auch nach wie vor davon aus, dass wir hier tatsächlich durchfallen und dann irgendwo in einem Bereich um die 11.200 dann auch irgendwo rauskommen werden. Das wäre zumindest plausibel. Kann natürlich jetzt auch alles ganz anders kommen, ja, aber bisher hat es ja gepasst. Und das hat eben auch der Grund, warum ich immer gesagt habe, das Ding ist nicht long. Und das ist aber nicht der einzige Grund. Der andere Grund sind einfach diese beiden Kerzen hier. Diese 2 Wochen, die den Markt wirklich nach unten geprügelt haben. Und wo man auch immer ganz deutlich gesehen hat, hier zum Beispiel an der Oberkante hier von dem Außenstab, ja, beziehungsweise wenn man das einfach mal hier auf den Schnittpunkt halt setzt, ja, da hat es halt ewig, also immer wenn es versucht, hier hochzugehen, runter, hoch, versucht runter, hoch, nochmal dagegen, nochmal dagegen. So, und dann einmal kurz ein Hütchen drüber gebaut und dann wieder runter, ja. Das heißt, wir hängen hier einfach nur in der letzten Abwärtsbewegung, die sucht nach Fortsetzung nach unten. Weil es halt eben ein Außenstab ist und das ist auch immer so generell meine Theorie mit den Außenstäben, die auch aus der Markttechnik kommen und die halt tatsächlich sehr oft sehr, sehr einfach auch vorhersehbar ist. Und da muss man gar nicht viel spekulieren, weil man da halt irgendwo, wenn man sich das anguckt, auch so eine gewisse Wahrscheinlichkeit entdecken kann. So, und ich gehe halt entsprechend davon aus, dass wir hier jetzt auch noch, dass die Abwärtsbewegung sich fortsetzt. Ob das jetzt gelingt, hier am Stück darunter direkt zu 840 oder ob es nicht nochmal eine Gegenbewegung gibt, das weiß ich nicht. Die Teilstrecke war jetzt erstmal hier die 902 als Zwischenstation. Die hat wirklich auf den Tick schon fast genau gepasst heute Morgen. Und denkbar wäre aber, dass wir halt hier nochmal eine Gegenbewegung bekommen, sofern wir hier drüber laufen über die 11.935, die dann auch wieder hochgeht bis zu 11.900. 88. Und den Grund kann ich auch ganz einfach nochmal zeigen. Warum das so sein wird, wenn das gelingt. Wo haben wir ihn hier? Und zwar kommt er aus dem Market Profile. Ich hoffe, ich habe jetzt hier die aktuelle Version drauf. Ja. So, weil wie man hier sieht, deswegen war ich auch vorhin in der Gruppe, habe ich noch gesagt, ich bin long ab der 902, aber bis höchstens 943, aber eigentlich eher 935. Und der Grund ist ja hier ganz leicht ersichtlich, weil hier haben wir das Value Area Low von gestern.
Das heißt, hier unten ist 70% des Handelsvolumens Untergrenze. Das heißt, der DAX versucht hier gerade einen Outside Day auf Volumenbasis, das heißt unterhalb der Value Area vom Vortag zu etablieren. Und entsprechend hat er versucht, da nochmal reinzulaufen. Und bei 943 war eben hier der VWAP. Das hat eben die nächste Anlaufstelle, wenn es von nach unten, da oben in die Area reingeht. Und das hat entsprechend nicht funktioniert und ist auch entsprechend nicht weitergekommen. Von daher war auch die Einschätzung soweit richtig. Das heißt, hier erstmal raus aus Long und dann gucken, was passiert. Wenn der jetzt aber reingeht, ja, also wir setzen ja hier, sieht man, wir sind ja Intraday auf jeden Fall in der Value Area. Das heißt, hier unten ist das Low bei 11.900. Und in diesem Bereich haben wir 70% vom Volumen heute. Und die Oberkante wäre hier ein zusammen mit dem Match von dem Point of Control vom Vortag. Und das heißt, da wird es wahrscheinlich auch nicht ohne weiteres drüber gehen. Und ist auch noch die Future-Eröffnung hier in der Ecke. Das heißt, 955, das wäre dann wiederum der Punkt hier aus dem Stundenchart, den ich vorhin auch gezeigt habe. Das war die Anlaufstelle gestern, wo es auch gestern reagiert hat. Also 955 sind machbar. Darüber wird es eng. Aber sollte er das schaffen und sich da drin etablieren über der 935, dann, na, wo haben wir ihn? Sehen wir möglicherweise sogar auch nochmal da oben den Bereich um 12.042. Und das war auch ein Punkt, wo ich, glaube ich, geschrieben habe. Ich habe es jetzt nicht ganz in Erinnerung, aber wenn ein Short Entry gesucht wird, dann wäre hier oben bei 12.042 ein möglicher Punkt. Falls er überhaupt dahin geht, muss man halt sehen, weil dazwischen haben wir auch nochmal hier aus dem Stundenchart die 988, wo es ja heute auch schon mal nicht drüber ging, wo wir auch abfallende Hochs haben. So. Deswegen, wie sich das jetzt in welcher Reihenfolge halt fortsetzen wird, muss man sehen. Ich glaube, man kann hier nur reagieren. Agieren ist, glaube ich, hier nicht wirklich machbar. Dann komme ich mal zu dem DAO. Oder soll ich Gold zuerst? Also ihr könnt natürlich auch irgendwie gerne was dazu schreiben, weil bei Gold, vielleicht mache ich das mal zuerst. Weil ich glaube nicht, dass der DAO jetzt hier sofort irgendwie loslegt. Gut, man weiß es nicht. Bei Gold lese ich die ganze Zeit, ja, wieder über 200 und Long und Long. Ganz ehrlich, das ist für meine Begriffe viel zu einfach. Ich habe mir das gestern mal hier im Tageschart angeguckt. Gold. Das wird jetzt ja wahrscheinlich als erstes reagieren hier, wenn die Daten rauskommen. Wir schweben hier in einer Aufwärtsbewegung. Die fängt hier unten an. So, da haben wir hier den Außenstab, der das Ganze erstmal überhaupt nach oben befördert hat. Weiter gehe ich jetzt erstmal gar nicht zurück, sondern das ist der Außenstab. So, jetzt gucken wir, ob da nicht noch irgendwas in der Nähe ist. Guck mal ab hier, wo Punkten, ob zum Beispiel. So, da unten haben wir zum Beispiel einmal sowas, ein Monatspivot. Nee, Wochenpivot war das, genau. Es wäre viel, viel plausibler. Oder schöner oder wie auch immer, ja. Wenn wir hier nochmal einen Rücksetzer kriegen auf 11.85 zum Beispiel, ja, wenn wir dann einfach nochmal am Anfang von dieser Aufwärtsbewegung sind, was man auch wirklich sehr oft beobachten kann, bevor es dann erstmal hochgeht, dass erstmal der Anfang von so einer Bewegung nochmal angetestet wird und es dann entsprechend halt in die Richtung läuft. Von daher, mich würde es nicht wundern, es muss jetzt nicht so kommen, es ist schon extrem weit halt auch, ja. Das heißt, so schlimm auch wieder nicht. Aber mich würde es nicht wundern, wenn wir einen Fehlausbruch bekommen, da unten hin ungefähr. Und das muss nicht der Pivot sein, aber irgendwo in diese Richtung. Und dass es dann halt hochgeht. Ja, wenn es denn hochgehen soll, es sollte überhaupt. Ne? Halt auch ganz klar. Kann natürlich sein, dass es umgekehrt läuft, erst hoch und dann runter. Aber dass es ohne weiteres hier so nach oben ausbricht, man wird sehen. Ja? Also das wäre zumindest, wenn ich jetzt irgendwie interessiert wäre, Gold zu kaufen, dann würde ich ja zumindest auch sagen, ja gut, ich wäre aber gar nicht hier oben, weil es ist ja schön, dass es steigt, aber ich wäre dann schon lieber irgendwo vernünftig da unten reingekommen. Das ist halt auch immer so eine Überlegung, die darf man anstellen, auch wenn man immer sagt, Denken ist verboten, aber So. billig einkaufen war auch noch nie ein Fehler. Ja, bitte? 5 Sekunden, dann haben wir die Zahlen. Ja, bin ich mal gespannt, wie das jetzt reagiert. Gucken wir erstmal wirklich hier Gold an, was es macht. Und gut, das ist auch zu jeden Fall kein Riesensprung jetzt an der Stelle. Aber das kann ja noch werden. Der Euro geht auch erstmal runter.
So, ich gucke mir mal hier den DAX, passiert nicht viel. Den Dow habe ich jetzt noch nicht auf dem Chart, aber gucken wir erstmal. Ja, die Zahlen besser als erwartet. Ja. Das heißt, also Kurse runter. Ist ja meistens genau umgekehrt und alle wundern sich, also von der Logik. Normalerweise haben wir hier, glaube ich, noch ich glaube, wir haben noch nie über die Zahlen wirklich gesprochen, ne? Weil ich das halt auch immer für ja, irgendwie uninteressant halte. Weil Zahlen sind immer ein Grund für Bewegung, aber jetzt nicht unbedingt mit irgendeiner Logik halt verbunden. So, also Gold, gut, das wäre, wohl bei Gold wäre es jetzt ja tatsächlich dann halt, könnte man ja mit Logik dann halt irgendwie noch verbinden und sagen, ja, Zahlen sind so gut, dann gehen erstmal wieder die Aktien hoch, damit die Indizes und dann kann Gold ja wieder in den Keller. So, wenn man eine Logik sucht, würde man sie hier dann finden. Aber bis jetzt passiert ja noch nicht viel. So, hier auch, ne, das ist eben das, was ich auch vorhin gemeint habe, großartig Bewegung. Haben wir tatsächlich da nie. So, da schnappen wir uns mal den Dow, der bewegt sich ja scheinbar ein bisschen stärker. Dann nehme ich den auch mal noch kurz auseinander. Was ich da gerne hätte, also um das mal so zu formulieren, ob der Dow das jetzt macht, das steht natürlich auf dem anderen Blatt. Aber im Dow habe ich ja schon irgendwie auch die ganze Woche thematisiert, oder nicht nur diese Woche, eigentlich schon seit 2 Wochen, thematisiere ich die 12, die 25.900. 89. So, und wie man auch sehen kann, immer wieder geht es da drüber, drunter und stößt mal ab und versucht sich drüber zu stellen und so weiter und so fort. Von der 930 mal ganz abgesehen, klar, weil wir haben hier halt, kriegen hier eine Range, die sich hier in dem Bereich halt ausbildet. Und ich habe ja auch geschrieben, so ohne weiteres hoch geht das an der Stelle für meine Begriffe nicht, auch wenn es jetzt erstmal long aussieht, weil wenn man das mal ein bisschen zusammenrafft. Und dann haben wir hier natürlich aufsteigende Hochs, neuen Hochpunkt, kein tieferes Tief. Und das passt alles soweit, ist okay. Der kann auch hoch, ja. Aber das Problem genau mit diesem Punkt, weshalb es da nicht so ohne weiteres drüber geht, der ergibt sich aus dem Wochenchart. Und den werde ich jetzt hier mal zeigen, mal hier den ganzen Kram ausmachen, aber damit man das mal versteht. Weil es ist halt wirklich ein Punkt, ich hatte den schon, ich weiß es nicht, wie lange ich den schon als Thema habe. Und das ist auch kein Hokuspokus, sondern das ist schlicht und ergreifend ganz plausibel darstellbar. Und wie man sieht, es passt ja auch, es läuft ja nicht drüber. So, hier ist der Wochenchart. Und da hatten wir auch in den letzten NFPs, hatte ich auch mehrfach drüber gesprochen. Blau sieht nicht ganz so schlimm aus. Was das Thema Außenstab angeht, und das hat auch komplett gepasst die ganze Zeit. Nämlich, ich setze den mal erstmal hierher, damit man es so ein bisschen besser nachvollziehen kann. Also, das hier war ja halt ein Punkt, die 25.518, ja, muss jetzt nicht ganz genau stimmen, aber das gleiche Spiel wie im DAX. Das heißt, immer wieder versucht, irgendwie dahin zu laufen drüber und immer wieder gescheitert. Warum? Wir haben hier die letzte Abwärtswoche. Genau, auch wie mit dem DAX hier vom Januar. Das ist einfach die letzte Abwärtsbewegung. Und der hing der das ganze Jahr. Und immer wieder wurde halt nach unten verkauft. So, man kann das jetzt einmal natürlich dann halt irgendwo sagen, ja gut, nur weil das Bild so aussieht, wegen Außenstäben. Aber es ist ja halt auch nachvollziehbar. Beziehungsweise hat ja auch irgendwo einen fundamentalen oder zumindest mal monetären Hintergrund, ja, weil hier waren ja nun mal Verkäufer aktiv und zwar nicht die kleinsten, wie man sieht, sondern ich glaube die kräftigste Bewegung nach unten, die wir überhaupt im Dow jemals gesehen haben, die waren hier halt einfach aktiv, die haben hier verkauft, so, weil die haben ja dann irgendwo gesagt, ja gut, das ist ein Volumen da oben, beziehungsweise das ist eine Marke da oben, eine Stelle. Da tun wir jetzt mal unsere größten Pakete raus. So, und immer wieder, wenn der da hingekommen ist, hat sich halt dann einfach mal ganz lapidar ausgedrückt, wahrscheinlich gefreut, dass der Kurs nochmal so schön hoch ist, einfach nochmal verkauft. Bis halt alles jetzt irgendwie raus war oder halt eben auch nicht. Aber das ist der Grund, warum es an so einer Stelle einfach immer runtergeht.
Und das hat ja hier die ganze Zeit funktioniert. Also immer, wenn man da Short gegangen ist, konnte man immer irgendwie mindestens 100, wenn nicht irgendwie sogar 1000 Punkte da halt mitnehmen. Ich glaube, einen Live-Trade hatten wir sogar mal in der Gruppe, der mit über 1000 Punkten in nur 24 Stunden gelaufen ist. Er müsste auch hier irgendwo drin sein, aber gut, den will ich jetzt nicht raussuchen. Aber das ist halt eben der Grund. So, und jetzt aber zur, Entschuldigung, zur 25.989. Warum ist das so? Ganz einfach. Wir haben hier die letzte Aufwärtsbewegung, die letzte vor dem ATH. Und da haben wir jetzt zwar letzte Woche mal kurz drüber geschlossen, aber wie man sieht, das heißt nicht viel, ja. So, hier wurde auch nochmal der Wochenanfang wurde auch nochmal getestet bei 25.800 etwa. So nach dem Motto, meinen die das wirklich ernst, dass die da nochmal da hoch wollen, ja? Und weil klar, ist hier auch wiederum absolut plausibel, weil wenn das Ding da hochgeht, man versucht ja natürlich dann halt möglichst günstig reinzukommen. Und der Bereich ist einfach kritisch, weil zum einen stecken wir immer noch in der Abwärtsbewegung, und zwar in der ersten, ja, also von der ersten Woche, mitten in der Abwärtsbewegung, und gleichzeitig versucht er hier in die Aufwärtsbewegung reinzukommen. Und deswegen ist das halt einfach ein Punkt, wo es nicht ohne weiteres drüber geht. Weil was bedeutet das? Wenn wir jetzt hier nochmal irgendwie drüber schließen, dann kann man, glaube ich, irgendwie auch davon ausgehen, dass der DAO dann nochmal ein neues ATH dann auch tatsächlich macht. Aber dazu muss es erstmal vernünftig da drin schließen. Und das bisschen hier, was der da drüber ist und wie er hier nochmal abverkauft wurde, das reicht da halt einfach noch nicht. Aber das ist eben der Grund, oder beziehungsweise halt, das ist die, die Methode, um das halt einfach mal zu erklären, wo diese 25, und warum ist das hier 949? Das müsste nämlich eigentlich 989 sein. Das wundert mich jetzt gerade, ah, das ist hier der Anfang, Moment, das ist nicht der Peak, genau, sondern der Anfang, richtig. So, ist jetzt hier nicht ganz exakt. So, das heißt, der Anfang von der Aufwärtsbewegung, das war die Wocheneröffnung. So, und da sieht man halt, so sieht man es ein bisschen genauer, ja, dass das halt, das reicht natürlich nicht, ja, so ein bisschen da mal irgendwie, nur weil da eine 26.000 steht, das ist eine schöne Zahl, aber mehr halt eben auch nicht. Und runde Marken sind schön, um anzusehen, aber zum Handeln finde ich es halt immer irgendwie nicht wirklich brauchbar. So, und was ich gerne hätte einfach, also wenn das gelingen soll, dann wäre es für meine Begriffe wichtig, dass wir hier einen Dip machen, weil es geht ja hier nicht drüber, die ganze Zeit schon nicht, ja, weder über die 989, was hier oben noch fehlt, ist die 587, Entschuldigung, die 26, hoppla, 26054 oder 7, ich bin mir gerade nicht sicher. So, weil sieht man hier oben, ja, das war halt die letzte Range, beziehungsweise hier der Ausbruchsversuch, also hat sich versucht, hier oben in der Range zu etablieren. Und wenn man da einfach die Schlusskurse hier nimmt, wo wir die meisten Schlusskurse haben, dann landen wir eben bei dem Punkt. Und entsprechend hat er hier nach dem Durchbruch nach unten nochmal versucht, halt hier nochmal reinzulaufen. Ist natürlich abgeprallt, deswegen war das auch eine schöne Shortmarke, die ich hier halt auch schon im Vorfeld genannt habe. Ich glaube, ab das Jahr war Montag, genau. Und da war zwar Feiertag, da ging es halt ein bisschen drüber und Dienstag dann halt nochmal in die Richtung und dann nochmal runter. Und gestern eben das Gleiche. Also immer wieder der Versuch, hier oben nochmal reinzukommen, keine Chance. So. Und wenn das halt wirklich hoch soll, dann wäre für meine Begriffe viel, viel sinnvoller, wenn er einen vernünftigen Dip macht. Und da bietet sich eben hier unten an die 25.748 ist es eigentlich. Und warum? Sieht man hier, ist einfach immer die Paritätsumkehr, die ich halt immer suche in solchen Bildern, die auch meistens gut handelbar sind, weil hier sieht man ja auch, hier war ein Widerstand, letzter Abpraller und dann ging es halt hier, ich hoffe, man kann das erkennen, da ging es dann an der Stelle, man, ich hole das ein bisschen hier rüber. Ja, also hier Widerstand runter, hier exakt und dann durch. Und was hier fehlt, das ist ein Rücktest, also ein Backtest. Der fehlt hier einfach. Und das sind Punkte, die eben gerne nachgeholt werden. Und wenn es dann nachgeholt wird, und dann gibt es meistens auch eine Reaktion nach oben. Das heißt, wenn der hoch will, dann bitte erstmal runter hierher. Und dann kann man hier auch sicherlich
mal über Long reden oder das zumindest mal versuchen, weil wir dann halt auch hier, glaube ich, so den Punkt haben, wo viele dann der Meinung sind, boah, jetzt hatte ich hier das letzte Tief unterboten, jetzt geht's den Bach runter. Ja, glaube ich irgendwie noch nicht so wirklich dran. Und nur weil der DAX da vor sich hin purzelt die ganze Zeit und ordentlich Abwärtsdruck hat, heißt es nicht, dass der Dow die auch haben muss. Also, wenn Long vor, also ich hier oben nicht, muss hier natürlich jeder selber wissen. Aber habe ich heute Morgen halt auch geschrieben, dass ich halt sage, so ohne weiteres löst das nicht nach oben auf, und sondern es braucht hier irgendwie einen vernünftigen Dip. Was man hier jetzt, glaube ich, aber auch sieht, für diejenigen zum Beispiel gerne irgendwie Flaggenmuster oder sowas halt handeln, sieht man hier vermutlich jetzt auch. Das habe ich noch gar nicht probiert, aber das macht schon Sinn, ja. Also hier eine Flagge und die sollte nach unten auflösen. Also auch von dem Aspekt her. Also ich arbeite ja normalerweise nicht mit diagonalen Linien, aber wenn ich mir das so angucke, das passt dann an der Stelle tatsächlich auch. Also hier oben ja auch mehrfach abgeprallt. Es ergibt ja auch irgendwann einfach keinen Sinn mehr, weil es geht ja einfach nicht drüber. Es wurde ja wirklich nun schon oft genug versucht und irgendwann kommt halt auch mal das Motto, irgendwann ist mal gut und dann muss es halt entsprechend halt ein bisschen tiefer eingekauft werden, wenn es da oben nicht reicht. So, das werden wir jetzt aber auch nicht sehen während den NFPs. Und sondern dann höchstens dann nachher irgendwie im Kassa und vielleicht verkaufen die Amis dann wirklich den Dow erstmal runter und dann kann es da unten nochmal sinnvoll werden, dann auch entsprechend zu versuchen. So, ich lese schon wieder den USD Cut. Der macht mal wieder das Rennen. Der Lutz hat für mich gesprochen. Das ist ja halt mittlerweile echt schon der Klassiker. Wir werden das auch so So. oft sagen, bis du denn hier mal dran nimmst. Ja, so, aber Gold, die Richtung stimmt doch schon mal, dass es da erstmal runter geht. Mal gucken, wie weit es noch kommt. Und aber vielleicht nachher auch, ja, wenn die Amis da halt irgendwie zuschlagen mit dem Dow, vielleicht geht es dann auch nochmal irgendwie ein Stück weit runter. Also, aber wie man hier sieht, über 1200 und Hauptsache Long funktioniert nicht. Also nicht ohne weiteres. Und hat jetzt hier erstmal, ist mal unter das Tagestief von gestern auch schon mal drunter. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Aber mir persönlich reicht es nicht. Ich habe das auch schon die ganze Zeit im Auge, weil es auch vielleicht so ein persönliches Ding, dass ich halt auch sage, ich hätte gerne mal wirklich eine Goldposition, die man mal laufen lassen kann. Aber ich versuche da halt genauso ranzugehen, eben wie es die größeren Marktteilnehmer vermutlich auch machen, die dann sagen, es ist ja schön, dass es jetzt wieder über 200 steht, aber es ist mir zu teuer. Weil halt einfach das Risiko halt auch zu groß ist, dass es dann halt eben nicht weiterläuft und dass genau sowas dann halt eben passiert. Nämlich nichts, ja. Also hier ein schöner Ausbruch drüber und dann kommt nichts mehr nach. Und deswegen, das wäre so mein Lieblingspunkt bei 11,85 ungefähr. Und mal gucken, ob wir da noch hinkommen. Aber wie gesagt, zumindest mal Bewegungsrichtung, die von der Initialzündung sozusagen, das hat ja schon mal gepasst. Also hier ist der Stundenchart nochmal. Also erstmal runter. So gehört sich das. So, Euro kann ich jetzt gar nicht so sagen, den habe ich nämlich nicht im Blick. Von daher glaube ich, macht das jetzt nicht so viel Sinn. Der DAX Da versucht ein großartig. neues Tief zu machen. Zumindest Ja. das. Gut, ja, das passt. Also bei dem, wie gesagt, 11.840. Wenn der Dow jetzt halt wirklich davor hat, wenn der Dow jetzt wirklich vorhat, da unten mal einen Dip zu machen, und dann schätze ich mal, kriegen wir die heute auch im DAX, die 840. Das war ja halt so das Ziel jetzt. Also ich habe es zwar nicht so benannt, aber halt für das Ende der Woche oder überhaupt, um da eine Woche mal hinzulaufen, würde das schon mal irgendwie absolut Sinn machen. Ja. Ich meine hier, ich habe es ja oben noch auf, den Wochenchart. Glaube ich, kann man ja ganz gut erkennen, warum, weshalb, wieso. Und wie es dann weitergeht, wird man sehen. Ich meine, alle schreien immer gleich irgendwie nach Crash, wenn es mal ein bisschen runtergeht. Muss nicht sein. Also wie gesagt, ich wäre schon der Meinung, dass wir halt bei 11.200 etwa mal rauskommen sollten. Und das müsste auch in etwa, ohne das kontrolliert zu haben. Aber haben wir da irgendwas hier in dem Bereich, was auch offensichtlich ist? Ja, das wäre so eher die Abteilung hier, 11.150. Ja, das wäre halt hier so,
Genauso der Bereich halt, also wo halt hier einfach auch massive Aufwärtsbewegung und dann ab da ging es ja nur noch hoch. Aber dann wäre tatsächlich, wenn man so angucke, wäre natürlich schon sinnvoller, wenn wir den Bereich hier mal irgendwie wiedersehen. Ja, weil da halt auch irgendwie Widerstand hatten, wo es lange nicht drüber gegangen ist und da fehlt halt auch ein Rücktest. Und da sind wir bei, oh, 10.700 etwa. Ja, warum nicht, ne? Also ich meine, es macht halt Sinn, weil wenn wir hier runterkommen, wenn wir da durchbrechen, dann ist der Short Trend auch eigentlich final wirklich bestätigt. Und das da oben war alles schon sehr verdächtig. Deswegen war ich ja auch echt so die ganzen letzten Wochen immer nur Short eingestellt, weil ich immer gesagt, das Ding ist korrektiv, es ist nicht long. Und irgendwann kriegt man halt auch mal seinen Dank dafür, wenn man die ganze Zeit bei einer Linie dabei bleibt, was natürlich auch schön ist, weil man dann auch weiß, okay, man hat nicht alles falsch gemacht. So, 11.800 mittlerweile. Also wie gesagt, wenn es darunter geht, es wäre nur eine Fortsetzung. Ich zeichne das hier mal weiter. Einfach von der Abwärtsbewegung, die halt hier oben eigentlich schon beziehungsweise hier getriggert wurde. Da das erste Indiz, war kein neues Hoch. Also nur konsequent, wenn wir da halt mal sowas in der Richtung dann halt mal machen. Ja. Und das muss jetzt nicht heute sein, sowieso nicht, weil das wäre ein bisschen zu viel, wenn wir da irgendwie noch 1000 Punkte oder 800 Punkte runterfallen. Das wäre ein bisschen too much. Es muss auch nicht nächste Woche sein. Es kann auch sein, dass wir hier einfach nur eine Zeit lang stehen oder auch nochmal ein Stück zurücklaufen. Das wird man dann halt einfach sehen, weil umgekehrt haben wir sie hier ganz genauso, um da auch mal im Wochenchart zu bleiben. Nur mal grob, damit man mal grob irgendwie eine Vorstellung hat. Hier haben wir dann wieder die 113 müsste das sein. Oder von mir aus auch 11.100. Ja, da sind wir jetzt dann halt durch. Ich glaube nicht, dass wir da heute nochmal hochlaufen. Und das heißt, das ist das gleiche Prinzip. Ja, also wir hatten hier Support irgendwie ein paar Wochen, dann geht es durch. Und irgendwann kommt halt der Test von unten. Also den können wir schon noch gerne machen, bevor es dann halt wirklich dann halt weitergeht. Das heißt, man sollte jetzt auch nicht, finde ich, unbedingt da auf Long drauf setzen, weil der muss nicht kommen. Nur wenn er kommt, ja, wenn es nochmal kommt. Und dann ist es halt, also wenn es jetzt nicht diese Woche, nicht in dieser Kerze ist, sondern wenn es halt dann nochmal kommt, dann ist es schon einfach ein vernünftiger Short Entry dann an der Stelle auch. Weil es ja halt ganz einfaches Prinzip von der Paritätsumkehr, also wem das kein Begriff ist. Also Support wird zum Widerstand, Widerstand wird zum Support. Das ist ja die Paritätsumkehr und die funktioniert auch meistens sehr, sehr verlässlich. Und egal, ob jetzt für wie viele Punkte, aber das sind eigentlich immer Stellen, wo ich mal behaupte, in 99% der Fälle geht es da nicht mal eben drüber, sondern reagiert in irgendeiner Form. Aber wie gesagt, ob die kommen, da steht natürlich auf dem anderen Blatt. Aber wenn sie kommt, dann kann man sich das nochmal merken hier an der Stelle für die Zukunft. Vielleicht haben wir das ja irgendwann bis zu den nächsten NFPs und dann kann man ja darauf nochmal zurückkommen. Also 12.113 ist es bei mir ganz genau, aber Bereich um die 12.100, sofern diese Woche natürlich drunter schließt, das ist natürlich wichtig. Das heißt, wir brauchen einen Schlusskurs hier drunter und wenn das dann kommt, dann ist das ein vernünftiger Short Entry. Aber wie gesagt, ich glaube, das kann man ja auch nachvollziehen. Jetzt mittlerweile, dass hier mehrfache Schlusskurse unterhalb 11.840 beziehungsweise unterhalb diesem, unter der 11.860 und ist eigentlich schon ein bestätigter Bruch, ja, dass der korrigieren darf, ist klar. Aber dass der dann nicht einfach long geht, ist eigentlich genauso klar. Finde ich. Also so zumindest funktioniert Markttechnik und was ja auch mein Handelsansatz ist und der auch, so finde ich, sehr, sehr verlässlich funktioniert, auch wenn einige behaupten, es ist so nicht, aber ob das an der Markttechnik liegt, das glaube ich eher nicht. So. Gut. Viel mehr weiß ich jetzt gar nicht, weil wie gesagt, handeln habe ich ja gesagt, haben wir da nicht viel heute. Vermutlich. Was macht der Dow mittlerweile? Kann ich auch noch mal kurz drauf gucken. Also, der versucht jetzt, da kann ich auch mal die Value Area, die müsste auch hier in dem Bereich sein. Die
war gestern bei 905. Zumindest habe ich so in Erinnerung. Kann man da auch noch mal kurz drauf gucken. Aber die wird noch gar nicht angezeigt. Ein anderer Timeframe. Ah, ne, da sind wir. 946, das ist die Value Area von gestern, genau. An der Stelle, wo sind wir da? Ja, 905 etwa. Okay, da nochmal aufgesetzt. Warum auch immer. Und da muss man nachher mal sehen. Also er versucht jetzt hier halt auch, also mich würde es nicht wundern, wenn er nochmal da oben dran läuft und nochmal hier bis zur 900, was ist das? Die 900, 46, das nochmal von unten angucken, kann sein, ja, aber muss man jetzt auch nicht unbedingt handeln. An der Stelle macht meines Erachtens irgendwie keinen Sinn. Und hier halt auch jetzt irgendwie so ein Flaggenbruch, nur weil es da halt irgendwie durchgeht, muss man so auch nicht handeln, ja. Also, wenn dann eher halt mit einem Backtest von da oben, wenn er da nochmal dran läuft, als Beispiel 15 Minuten, dann nochmal hier unten irgendwo schließt, ich glaube, dann kann man das mal versuchen, da zu shorten, aber hier im direkten Anlauf. Und dann auch noch um die Uhrzeit, wo halt nur der Future gehandelt wird und kein Kassamarkt, das heißt, wo wir vergleichsweise wenig Volumen haben. Und macht es, glaube ich, keinen Sinn. Da fragt jemand, nämlich der Ulrich, wie definierst du den Unterschied Markttechnik und Charttechnik? Ich glaube, das ist halt wirklich auch so ein Ding. Für viele ist das irgendwie alles das Gleiche. Und verwechseln da auch so ein bisschen was. Also zumindest mal den Anfängern geht es, glaube ich, so. Markttechnik und Charttechnik sind eigentlich zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Charttechnik ist ja halt im Endeffekt, auch wenn manche die Markttechnik da fälschlicherweise dazu zählen, sie gehört eigentlich absolut nicht dazu. Aber nur mal als Beispiel, Charttechnik heißt, ich male mir irgendwelche Linien, ja, und bilde mir ein, der Kurs hat irgendwas damit zu tun. So, jetzt mal wirklich ganz provokant formuliert. Das heißt, ich male mir hier einen Trend, ja, so. Und ob das dann eine Flagge ist oder ein Trend, das steht auf einem anderen Blatt. Und dann kann ich mir halt irgendwo, ja, kann ich darauf hoffen, dass der Kurs sich in irgendeiner Form daran hält. So, das hat er jetzt gemacht. Das ist ja auch der Grund, warum sowas wie Markttechnik gibt, weil man immer irgendwo, wenn man irgendwas verbindet, wird man irgendwann sehen, okay, ja, da hat er dran reagiert. Also man kann eigentlich aber, das ist leider halt auch so, man kann beliebige Hochpunkte oder Tiefpunkte miteinander verbinden. Man wird immer irgendwas sehen und dann halt wird man sich bestätigt fühlen. Ich mache nur mal ein Beispiel, nehmen wir die beiden hier. So, liegen ganz eng. So, da kann man jetzt einfach blind rausgegriffen. Was sehe ich da? Kurs läuft da dran. Oh, ich habe hier einen Abwärtstrend. Da läuft er auch wieder dran. Abwärtstrend, ja. So, aber dann läuft er hier wieder drüber und dann heißt es, ey, jetzt bin ich aber raus aus dem Abwärtstrend, jetzt bin ich oben. Und dann kommt er wieder runter, jetzt bin ich wieder drin im Abwärtstrend. Das ist Charttechnik. Und wie man es handelt, mir ist es ein Rätsel. Und schön darstellen lässt sich der Chart damit auf jeden Fall. Und ja, wenn man das halt so macht, sieht man hier so, ah, okay, irgendwie gibt das alles dann Sinn, ist aber, glaube ich, so, um die eigene Wahrnehmung irgendwie ein bisschen zu unterstützen und auch immer der normale menschliche Versuch, alles irgendwie in eine gewisse Ordnung zu packen, weil man sich dann halt sicherer fühlt. Aber generell, das ist Charttechnik und natürlich gibt es irgendwo Muster, weil ja auch danach gehandelt wird. Ja, man könnte ja hier natürlich, oder der Verfechter würde hier sagen, ja, du siehst doch, dass es funktioniert. Ja, aber ich weiß nicht, wie oft und ich weiß nicht, was es mir sagt. Ja, das ist halt immer so ein bisschen das Problem. Es gibt ja auch sicherlich den einen oder anderen, aber ich behaupte, nicht viele, sondern ganz, ganz, ganz wenige Händler, die mit Charttechnik wirklich erfolgreich sind. Also ich kenne einen einzigen und dem ich das wirklich glaube, dass er das kann und damit sein Geld verdient. Aber ich weiß, dass halt eben Charttechnik insbesondere halt eben unter Anfängern furchtbar beliebt ist und es gibt ja auch etliche Bücher drüber, über Formationen, Muster und weiß ich nicht was alles, weil es ja halt auch irgendwo, es ist ja nachvollziehbar, man sucht ja irgendwo eine Sicherheit. So,
Und fragt jemand, ist derjenige Thorsten? Nein, das ist nicht der Thorsten. Der Thorsten handelt auch nicht nach Charttechnik, sondern also Thorsten Helbig ist hier gemeint, sondern der hat auch so ein bisschen einen eigenen Ansatz. Thorsten arbeitet sehr viel mit Fibos und mit Mustern, zum Beispiel SKS und sowas, ist halt, was der Thorsten handelt. Und also was ich halt auch nicht mache, aber kann ich nicht in Abrede stellen, sondern weil der Thorsten macht das sehr, sehr gut. Und ich staune manchmal Bauklötze, was der da halt für Summen teilweise rausholt. So, aber jetzt, und Marktechnik, so, das ist Charttechnik, ja, diagonale Linien, Fibos, man rechnet sich aus, okay, hier habe ich eine Aufwärtsbewegung und dann vielleicht halt hier, setze ich mal halt irgendwie Fibos an, oh, die sind hier extrem gut sichtbar, sehe ich gerade, nämlich überhaupt nichts, das ist natürlich auch eine klasse Farbwahl, hier eine Voreinstellung, und ich ändere das mal eben. Und da kann man jetzt zum Beispiel ausrechnen, also ich hoffe, das ist jetzt nicht zu allgemein, aber ich will ja mal auf die Frage eingehen und will auch mal wirklich, weil mir das auch immer so ein bisschen ein Dorn im Auge ist, das ganze Charttechnik-Gedönse, um da wirklich halt auch mal ganz präzise drauf einzugehen. Jetzt könnte man natürlich sagen, die Extensions habe ich hier gar nicht drin. Egal, lassen wir das mal. Also, ich könnte jetzt aber trotzdem hier mit Fibus halt sagen, na gut, das ist meine Aufwärtsbewegung und da habe ich halt, das ist ja auch ein Teil von Charttechnik und in der Aufwärtsbewegung habe ich dann eine Korrektur, die läuft zum Beispiel dann halt eben bis 61% und dann geht es halt wieder hoch, das hat man hier. So, man sieht es, aber wohin ist halt die Frage. Und klar passiert da immer wieder was, weil halt eben natürlich auch einige danach handeln. Aber was dabei rauskommt, das steht auf dem anderen Blatt. So, an Markttechnik ist eine völlig andere Kiste. Markttechnik geht einfach nach, hoppla, ist ein bisschen klein, immer kleiner, immer schlimmer. Markttechnik, da schnappe ich mir nochmal den DAX, bin ich hier? Nein. Markttechnik, oder machen wir es mal umgekehrt hier, Gold fange ich da mal an. Guck mal, wie schön das hier die Reise antritt, das ist echt gut. Hier zum Beispiel mal mit Gold, da war ich ja vorhin im, dann zeige ich nochmal den Tageschart. Ein Aspekt von der Markttechnik sind Außenstäbe. Ganz wichtiger Aspekt. Nämlich, ja, wir sind hier in der Long-Aufwärtsbewegung. Und das ist halt ein Außenstab. Also ein Außenstab per Definition ist halt hier zum Beispiel, also er muss über der letzten Abwärtsbewegung halt geschlossen, muss höher sein und höher geschlossen haben. Dann gilt es als Außenstab. Das heißt, das Ding hier, diese letzte Abwärtsbewegung ist durch. Ja. Wir haben hier einen Long-Außenstab und was wir halt einfach sehen werden, da bin ich mir ziemlich sicher, ist halt, dass zum Beispiel der Anfang von so einem Außenstab nicht ohne weiteres nach unten weggebrochen wird. Das passiert meistens nicht so ohne weiteres. Wir sind jetzt hier zwar im Daily, man sieht es aber genauso akkurat, teilweise im Minutenchart. Also wir hatten gestern Abend auch in der Gruppe, wo ich dann gesagt habe, so, okay, ich handle das jetzt einfach mal hier nach der Logik und wo es halt auch darum ging, eben halt nach der Art und Weise, wie der Trading Stop halt hier ist, nämlich auch nach Außenstäben und das entsprechend analysiert. Und da sieht man zum Beispiel, hat man gesehen, dass der Dow akkurat eben nach Außenstabslogik gestiegen ist und auch akkurat genauso sauber gedreht hat. Und das liegt einfach daran, dass da Algorithmen dahinter liegen, die eben sowas beachten. Und es funktioniert. Und hat eben ein anderes Beispiel ist ja auch, was wir halt hier hatten mit dem, wo bin ich jetzt hier im DAX eben halt genau diese Geschichte mit den Außenstäben auch. Ja, also Außenstäbe, Innenstäbe, das ist ein Teil von der Markttechnik. Aber das Eigentliche, das dreht sich eben darum, dass man halt hier wirklich, dann gehe ich nochmal auf den Wochenchart, dass man tatsächlich nur die markanten Hochs nimmt und also Trendbewegung und dann halt Korrekturbewegung, Trendbewegung und dann Korrekturbewegung. Es sei denn, man hat halt hier an der Stelle einen Bruch von dem letzten Tief und da sagt die Markttechnik halt zum Beispiel, das hier gilt erstmal als Bruch, ist aber natürlich noch nicht bestätigt, sondern entscheidend ist dann halt die nächste Korrektur. Und dann hier hätten wir es etabliert. Das heißt, man hat in der Markttechnik nur einen Zickzack, ja, und nicht mehr und nicht weniger. Und ich finde halt, dass die Markttechnik halt auch wesentlich plausibler
auch ja, zu argumentieren ist, finde ich. Weil nur mal als Beispiel, also mein Kollege, Freund und Kollege, der Oliver Klemm macht es immer mit Tomaten. Man kann das aber mit allem anderen auch genauso sagen. Weil was ist ein Trend? Ein Trend ist eigentlich ja eine Fehlentwicklung, der ja dadurch kommt, weil immer mehr irgendwas kaufen, von dem es halt irgendwie, ich will nicht sagen, weniger gibt, sondern wo der Preis halt aus welchem Grund auch immer hochgehandelt wird. So, wenn aber jetzt zum Beispiel mal angenommen, ich behaupte jetzt mal hier, das wären jetzt halt als Beispiel Tageskerzen. Ja, so, jetzt vergessen wir mal, dass hier Wochenchart ist, aber nur um das mal irgendwie, damit es mal plausibel verständlich ist. Wenn jetzt zum Beispiel da jemand gekauft hat, hier an der Stelle, so, und hat ein dickes Paket gekauft, ein dickes Paket Dachse, nenne ich sie jetzt einfach mal so. So, meinetwegen irgendwie auch noch über 2, 3 Tage. So, und dann hat der Händler, der Verkäufer dann gesagt, naja, wenn du so viel haben willst, gibt es ja nur für das Geld her. Ja gut, okay. Dann ist hier, dann sind plötzlich andere draufgesprungen und haben gesagt, oh, das Ding steigt ja. Ja, ich will auch, ich will auch, ich will auch, ich will auch. So, und was ist hier oben? So, wir haben zwar einen schönen Trend hier schon an der Stelle, aber da sagt dann irgendwann einer, nee, ist mir zu teuer. So, und wenn der Typ, ich nenne ihn jetzt einfach mal Typ, nochmal kommt, der hier an der Stelle, oder Jens schreibt, wir können auch Bauholz nehmen, es ist völlig egal, das Prinzip ist immer das gleiche. Wenn hier der Typ oder die Institution oder was auch immer, die an der Stelle gekauft hat und sagt, ja, ich kaufe nochmal das gleiche Paket, und dann sagen die da oben, ja, hast Pech gehabt, ist jetzt teurer, dann sagt er, nö, kannst du vergessen, mache ich nicht mit, interessiert mich nicht, weil ich kaufe entweder so viele für den Preis oder ich kaufe halt gar nichts. Und außerdem habe ich so viel, wenn ihr wollt, dann mache ich euch den Preis kaputt und hau den ganzen Mist wieder raus. So, und so entsteht es eigentlich. Das heißt, es wird immer gepokert, weil es will ja einfach nur billig eingekauft werden. Und das hat auch jetzt auch mit dem Volumenprofil oder Market Profile überhaupt nichts zu tun, sondern entsprechend ist halt auch nur der Punkt relevant. Ja, da war halt ein günstiger Einstiegskurs und nicht irgendwie. Wenn ich hier eine Diagonale ziehe, das ist für die Kleinen, die da irgendwo draufspringen wollen und irgendwie da halt ein Muster suchen. Aber wenn es um die großen Batzen geht, dann wird halt einfach versucht, an günstiger Stelle einzukaufen. So, und hier waren die irgendwo schon nicht mehr dabei. Ja, da haben die schon irgendwie nicht mehr wirklich mitgespielt. Wer auch immer dann hier noch gekauft hat, alles gut und schön, aber die waren es, glaube ich, nicht. Und entsprechend guckt man in der Markttechnik eigentlich immer nur genau nach solchen Geschichten. Das heißt, man hat immer nur ein Zickzack und beobachtet in diesem Zickzack, ich glaube, Gold hatte ich es ja vorhin hier auch irgendwo, kann man nochmal zeigen, ich glaube, eine Stunde hat man das auch ganz gut gesehen, was man sich hier auch einblenden kann und beobachtet einfach den Trend im Zickzack. Gut, der sitzt ja hier so ein bisschen schwierig jetzt gerade im Gold, beziehungsweise ein bisschen zu fein vielleicht, weil ich muss dann ein anderer Timeframe her und damit man es mal besser sieht. Also ein Trend nach Markttechnik ist dann halt letzten Endes sowas. Das heißt, ein Tiefpunkt, dann hier ein Hoch, kein tieferes Tief, ein höheres Hoch. So, aber wir sind hier in der Abwärtsbewegung drin und hier sieht man, da war entsprechend halt das letzte Abverkaufslevel und da ist er halt auch nicht dran gekommen. Ja. Das heißt, wenn das mal hier verbindet, sieht man das ganz deutlich. Das ist ein bisschen dicker. Damit man es ein bisschen besser erkennen kann. Ja, sieht man hier eindeutig, das war nicht mehr so hoch. Das heißt, wir sind hier unverändert bei Gold in der Abwärtsbewegung. Ganz unverändert. Und weil hier versucht, ja irgendwie in zwei Wellen da mal dran zu laufen, aber dieses Niveau wurde schon nicht mehr erreicht. Und eigentlich könnte das entsprechend auch noch weiter runterlaufen. Ja, das wäre halt plausibel. Man sieht aber hier, es lässt halt irgendwie nach die Bewegung. Das ist jetzt nur Interpretation, das hat damit jetzt direkt mit Markttechnik nichts zu tun. Und entscheidend, und da passt auch der grüne Strich, den ich vorhin gemalt habe, zufälligerweise ganz gut dazu. Und wir haben nämlich hier unten auch tatsächlich von diesem Reversal-Versuch den letzten Tiefpunkt. Infolgedessen, auch daher ist es halt, wenn man da irgendwie auf eine Umkehr von dem Trend spekulieren will, ist das der Punkt. Das ist der entscheidende. Der ist gar nicht mal so wichtig, weil der halt auch kein, von da aus ging ja auch kein neues Hoch aus, ja, sondern abfallende Hochs. Aber hier, da
Von da aus ging das letzte relevante Hoch aus. Entsprechend ist das auch der Punkt, um den es geht. Und der sollte nicht mehr unterschritten werden. Das heißt, wenn Gold gelingt, dann bitte hierher, ja, weil da sage ich auch als derjenige, der irgendwie der Gold-Großeinkäufer ist, natürlich nur rein hypothetisch, aber da sage ich, gut, das war ein guter Preis, ein bisschen mehr gebe ich dir, aber mehr nicht mehr. Und dann sind wir eben hier. Und da kann es dann auch gerne nach oben und dann ist auch nicht relevant, dass hier diese Diagonale geknackt wird, sondern wir müssen da drüber raus. Über diesen letzten Abwärtspunkt, da müssen wir hin. Das heißt, mindestens auf 1220 und dann reden wir über ein Reversal an der Stelle, das dann auch wirklich funktionieren kann. Aber so funktioniert eben Markttechnik nur mit Zickzack und nicht mit irgendwelchen Diagonalen. Und wie ich halt vorhin gesagt habe, ich finde halt, das ist halt leichter nachzuvollziehen, weil man sich halt einfach nicht irgendwie dumm und dämlich da im Chart malen muss und dann irgendwie raten muss, was ist jetzt letzten Endes, worum geht's denn überhaupt? Und so kann man halt sehr, sehr oft viel, viel einfacher einschätzen, bis wohin halt so ein Kurs runtergeht und welche Punkte halt eben Sinn machen. Egal, was jetzt Dow ist, Gold, DAX oder was auch immer. Also Dow ist ja eher noch ein bisschen spezieller, der macht ja auch gerne irgendwelche Dips. Und beim DAX ist es da halt meistens ein bisschen leichter zu durchschauen, was er vorhat. Und deswegen ist auch hier zum Beispiel dann plausibel, dass das jetzt einfach wichtig ist und dass das dazwischen alles einfach nur noch Mumpitz war und es halt einfach keinen Sinn macht, warum es da hochgeht oder hochgehen sollte. Das ist jetzt, darauf wird es jetzt ankommen, aber eigentlich sagt allein die Tatsache, dass wir hier kein höheres Hoch haben als das, schon, dass es hier eigentlich durchgehen müsste. Und dann kommen wir hier unten irgendwo in böse Bereiche, weil wenn man sich das auch von dem Punkt mal anguckt, wenn man halt genau solche so einen Knick, ja, so eine Ecke, so einen Korrekturpunkt halt sucht, hier ist nichts mehr. Da ist einfach nichts, ja, außer das hier als letzter Anker, aber dazwischen gar nichts, überhaupt nichts. Da war nirgends ein Punkt, wo irgendjemand, bis zu dem jemand abverkauft hat und eingekauft hat, ist nichts. Und von daher absolut plausibel, dass wir tatsächlich irgendwie in dem Bereich da 10.700 kommen. Ja. Ob die 11.200 dann reicht, wird man sehen müssen. Aber das wäre halt zumindest mal plausibel. Weil hier waren einige, die gesagt haben, da bin ich dabei. Und hier oben hat einfach nichts mehr. So, das ist Markttechnik. Und wie ich finde, halt auch wesentlich einfacher, dann halt irgendwo zu erkennen, was als nächstes passiert oder was halt plausibel ist, als jetzt mit Charttechnik. Da hat noch einer geschrieben, weil ich ja vorhin gemeint habe, ich kenne nur einen, der damit erfolgreich handelt. Nein, ich bin das nicht. Ich handle ja nicht damit. Ich habe ja mit Charttechnik wirklich überhaupt nichts am Hut. Und das hat aber ganz viele Gründe. Also es ist nicht nur der eine, sondern es hat echt viele. Also allein schon, um das nur mal ganz kurz noch zu erwähnen, allein im DAX habe ich ja schon das Problem. Ich habe einen Overnight-DAX, der irgendwie fast 24 Stunden läuft. Ich habe einen F-DAX, also einen Future, der läuft wiederum 14 Stunden. Und dann habe ich noch den Kassa-DAX, der läuft, wie lange läuft der? 9,5 Stunden? Weiß ich jetzt gar nicht genau. Aber ich glaube, 9,5 Stunden müsste es sein. Und 8,5 Stunden. Und von daher, wenn ich da anfange, Diagonalen zu verbinden, kriege ich ja einfach das Problem mit dem Faktor Zeit, weil da passt ja nichts hinten und nichts vorne. Und dann wird es halt auch alles furchtbar ungenau. Und dann kann ich mir nachher überlegen, wer handelt denn jetzt? Der, der den 24-Stunden-DAX guckt, der den Future guckt oder den Kassa-DAX, ja? Und allein das macht es eigentlich schon, erklärt eigentlich schon, warum es nur nicht funktionieren kann, mit Charttechnik in so einem Index irgendwo zu handeln. Nur weil ab und zu mal irgendwas reagiert, weil man da eine schöne Linie hat. Aber wirklich funktionieren, also zumindest mal Intraday, habe ich erhebliche Zweifel dran. Okay, das war das Wort zum Freitag. Mehr fällt mir jetzt auch nicht ein. Und wie gesagt, handeln, ich hätte es gerne gemacht, aber ich kriege hier ja gerade so ein bisschen recht. Wie gesagt, da wird halt nicht viel passieren, aber es wird sich halt eben jetzt hier alles einpendeln für die Kassa-Eröffnung. Und vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst, DAO, mein Lieblingsniveau, Quatsch, ich bin hier in Gold, mein Lieblingsniveau wäre hier unten die
25.748. Ob die dann genau hält, wird man halt sehen, aber runter bis 725, darunter nicht mehr unbedingt. Und weil hier halt auch sieht man, ja, so eine letzte Abwärtsbewegung hier gebrochen wurde, das ist auf jeden Fall so ein Cluster, wo ich jetzt sage, da kann es wirklich Sinn machen, da mal hinzulaufen. Und da könnte auch Long tatsächlich funktionieren, auch bis zum ATH. Wichtig ist aber halt, dass die Wochenkerze, und das würde aber dann wahrscheinlich eher das Problem, dass wir die Wochenkerze deutlich hier oben drüber schließen müssen. Also eigentlich so in dem Bereich von 26.100. Aber Gegenbewegung werden wir hier relativ sicher bekommen in dem Bereich. Von daher ist das, glaube ich, relativ unwahrscheinlich, das an der Stelle mal zu versuchen. Ja, und DAX. Also das, wie gesagt, das, was ich jetzt hier auf dem Schirm habe, wirklich Short sehe ich den noch nicht, es sei denn, der brettert hier wirklich komplett drunter. Okay, dann ist das halt so, dann kann man da umdenken, aber erstmal soweit nicht. Und DAX halt unverändert, am liebsten 11.840. Ich glaube, den Bereich habe ich jetzt oft genug gezeigt. Und ansonsten Korrekturbewegung in die gezeigten Bereiche hier oben. Bis nochmal irgendwie 11.988. 11.955 ist eine Station, glaube ich eher. Und maximal wäre jetzt erstmal 12.014, weil das gestern halt auch ein Punkt war, an dem es erstmal nach oben gedreht hat und wo hier auch ein Bruch ist und wo auch noch was fehlt. Nämlich genau das Gleiche mit der Paritätsumkehr. Die ist hier nicht bestätigt. Ja, das wäre halt an der Stelle machbar. Aber mit Vorsicht zu genießen, denn wir haben ja immer noch das Value Area High bei 12.042. Also das wäre im schlimmsten Fall auch noch denkbar, wenn es halt irgendwie einen Squeeze geben sollte oder eine Gegenbewegung. Okay, gut. Also mehr weiß ich jetzt auch nicht. Und ich hoffe, ich konnte das verständlich erklären. Ist immer ein bisschen viel und ist auch hier immer so ganz schön viel Redeschwall, ich weiß. Und aber ich versuche natürlich halt auch, natürlich immer in der Kürze der Zeit, in der Stunde halt so viel wie möglich unterzukriegen und halt eben dem einen oder anderen ein bisschen zu helfen, wie man halt so einen Chart betrachtet und wie man auch vielleicht ein bisschen mehr Plausibilität da halt irgendwo rauszieht und vielleicht die eigenen Setups und eigene Herangehensweise ein bisschen anders einschätzen kann. Ganz wichtig finde ich halt mittlerweile wirklich das Market Profile und weil das halt wirklich hilft, also gerade irgendwie aufzuzeigen, bis wohin geht jetzt eine Korrekturbewegung. Und das war halt vorhin im DAX wirklich sehr schön. Also auch wenn ich den Long Entry eben nicht rechtzeitig gepostet habe, aber einmal halt hier die 902 hier unten und dann habe ich ja gesagt, bis maximal hier die 935 beziehungsweise 935 bin ich raus, spätestens bei 943 und das sieht man ja halt auch, ne? Das ist halt dann für die Einschätzung immer doch schon sehr hilfreich, wenn man dann weiß, okay, das geht nicht so ohne weiteres und das ist ja auch der Unterschied. Ich halt immer sage, es ist keine Indikation, sondern es ist eine Information. Ja, also es ist nicht irgendwie, hat nicht irgendjemand eine Linie gemalt oder ein Indikator irgendwas errechnet, sondern das ist eben 70% des Volumens. Das heißt, das, was gestern halt irgendwie der DAX noch tatsächlich in Zahlen wirklich wert war, in Umsatz, in wirklich monetären Werten. Und das finde ich halt wesentlich hilfreicher, als wie wenn man jetzt irgendwo Moving Average oder sonst was irgendwo hat hinmalt und dann halt hofft, dass das funktioniert. Da fragt noch so Link der Facebook-Gruppe. Nelson, hast du den gerade zufällig zur Hand? Würdest du den mal, das wird hier gerade noch gefragt. Zufällig nicht, aber kann ich gerne machen. Und Das wäre doch mal. dein Blog war auch gefragt übrigens. Ach so, der ist ja dort verlinkt. Also ich mache immer in der Facebook-Gruppe ist halt morgens um 7 Uhr immer der Link zum Blog. Und wo auch eben immer die Marken dann halt auch drinstehen. Und wenn es eine Einschätzung gibt, so wie jetzt zum Beispiel für diese Woche, gab es ja jeden Tag auch eine Einschätzung und dann steht es da halt auch immer in dem Blog drin, der wie gesagt in der Gruppe verlinkt ist. Aber grundsätzlich, wenn man das sucht, man kann auch einfach meinen Namen nehmen, also dirkhilger.de und dort landet man auch direkt
auf dem Blog und von dort sind auch diverse Links, die wiederum in die Facebook-Gruppe führen. Okay, das war ja heute wirklich extrem gut besucht, auch alles, was mich natürlich sehr freut und bedanke mich ganz herzlich, dass ihr so zahlreich dabei wart. Ich hoffe, es ist niemand enttäuscht, dass hier nicht irgendwie der große Trade gemacht wurde, aber man sieht es ja halt auch, ja, das ist, so sind die halt mittlerweile einfach die NFPs seit einem Jahr und war vorher mal ganz, ganz anders alles. Und da konnte man wirklich zu den NFPs mal irgendwie ganz schnell irgendwie 100 Punkte mal, wenn man die richtige Richtung hatte, da auch irgendwie rausziehen. Das geht mittlerweile einfach nicht mehr. Warum auch immer. Das ist halt so. Okay, also bedanke mich fürs Dabeisein und natürlich auch an Nelson und an FXFlat hier für das Webinar. Ich freue mich also aufs nächste Mal, wünsche euch allen viel Erfolg und der Nelson darf gerne hier das Schlusswort haben. Und wünsche schon mal ein schönes Wochenende an der Stelle. Ja, wir haben zu danken, Dirk. Sehr lehrreich heute, auch nur positive Feedbacks im Chat. Da kann ich nur zustimmen. Ansonsten natürlich vielen Dank an die Teilnehmer. Die Aufzeichnung versuchen wir heute noch online zu bringen, so dass Sie alles nochmal nacharbeiten können und dann entsprechend Dirks Worte nochmal verinnerlichen können. Ansonsten wünsche ich Ihnen allen ein schönes Wochenende. Danke für die Teilnahme, danke für die Fragen und passen Sie auf Ihre Positionen auf. Noch viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Tschüss.